Hallo, ihr Fans des Drachens. Wir sind wieder bei Drakensang zurück und ja, ich habe ziemlich lange nicht aufgenommen. Nichts aufgenommen, weil ich ziemlich viel Stress hatte mit der Schule. Aber jetzt sind wir wieder zurück, denn die stressige Woche ist vorbei, Wochenende ist nah und da ist ein Schwein. Das könnte ich jetzt quasi mit meinem Fan-Dreizack aufschließen und essen. Aber nein, das machen wir jetzt nicht, denn wir haben eine Queste und ich habe mich natürlich entschieden, wer richtig geraten hat, der kann Keks essen. Nein, Kekse sind doof. Der kann ein Schwein essen und zwar das gegrillte da. Ich entscheide mich natürlich, obwohl das überhaupt gar keiner geschrieben hat, glaube ich nicht, für die Hexen und entwende jetzt den Messwein. Ja, ja. Und dann müssen wir an diesem Typ hier vorbei. Das ist der Lagermeister. Das hat echt keiner geschrieben, für wen ich mich entscheiden könnte. Hey, halt! Das ist unser Vorratsmagazin. Was willst du denn? Da kann nicht einfach jeder reinmarschieren, der will. Hey! Der will. Hey! Hey, du hast deine Sonne auf dem T-Shirt, Hemd, wie auch immer. Wappendingskirchen, ne? Hier. Und nun können wir sagen, ich sehe mich nur etwas um, denn Kladdes kann betören oder bestechen. Ich glaube, ich nehme mal betören. Ich will dir keine Scherereien machen. Mich dürstet es nur ein wenig nach einem Schluck Wein. Ach, ich würde alles für einen Sinn... Was? Ich würde alles für das sinnliche Traubenblut geben. Erfolg. Hey, hey, ja, Traubenblut. Also gut, schlüpft schnell an mir vorbei, aber das wird keiner merken, hä? Na, hoffentlich nicht. Und jetzt, Charakterbogen. Ach, jemand hat auch gesagt, dass das mit dem Zaubern an der Modifikation liegt. An der Modifikation von der Stufe. Von der eigenen Stufe. Aber ich weiß jetzt gar nicht mal, wo die Modifikation nachweisbar ist. Magieresistenz. Ausweichen, Attacke, Parade, Fernkampf, TP. Moment mal. Halt, plus, hinaus, je nach Modifikator. 10 ASP, Kosten. Je 3 Stufen plus 1. Ach, das ist der Modifikator. Ja, stimmt ja. Okay. Alles klar. Also wir haben nur Modifikator 1 und können, wenn überhaupt, nur eine Wunde heilen. Alles klar, gut, dankeschön für die Hilfe. Ich glaube, es war irgendwas... Riesendor hat das, glaube ich, geschrieben. Ja, dankeschön. So, jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich die so aufmachen kann. Ja, kann ich sogar. Und den Messwein haben wir erhalten. Und jetzt bringe den Wein zu Yosemine. Yosemine, ich sage mal Yosemine. Jetzt, wo ich mich entschlossen habe, den Wein aus dem Idiotenlager zu schmuggeln, sollte ich ihn auch zu Yosemine, der Hexe, bringen. Sonst habe ich am Ende umsonst meinen Kopf riskiert, denn ich wette, die Palästiner werden nicht sehr erfreut sein, wenn sie das Verschwinden der Reliquie merken. Ja, also, es ist so, wenn man... Da ist Davanya, der Idiot. Mit denen... Also, ich spreche jetzt auch nicht mit denen, das hat keinen Sinn. Wobei, Moment mal. Passiert irgendwas, wenn man jetzt mit denen spricht und man hat den Wein schon geholt? Nö, möge Preis euch leiten. La, kann ich mit dir sprechen, Davanya? Hallo. Was wünscht ihr vom Großen? Wir wollen mit ihm reden. Ja, ja, gut, dann halt nicht. Ja, also... Handy. Es bringt eher was für Leute... Preis zum Gruß. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Schau, was ihr treibt. Aha. Was macht ihr denn hier? Ja, gut. Es bringt eher was für Leute, die auf Nahkampf ausgerichtet sind, der Inquisition, genau, zu dienen. Das sind Hühner, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und jetzt nur für dich, Kratos. Oh Gott, ich komme immer vom Thema ab. Das ist ja furchtbar. Kratos sei mit euch. Habt ihr das Hexenweib gerichtet? Lebt wohl. Werde ich nicht. Ich werde dich richten. Ich renne mit dem Ding auf dich zu. Nein, okay, jetzt bringen wir das Ding. Jetzt bringen wir das, den Messwein zurück. Boah, haben die sich hier verbunkert. Ja.
Ich wollte eigentlich sagen, dass man, wenn man sich der Inquisition anschließt, dann ist man eher, dann hat es eher den Vorteil, wenn man eher so auf Nahkampf ausgerichtet ist. Und wenn man sich den Hexen anschließt, dann eher so für den Fernkampf, beziehungsweise logischerweise Hexen, ne? Hä? Magie hier und so. Haha, Agrata, Abracadabra und Abasobaba und so. Ne? Schon klar. Na, ich habe zwar eine gut durchmischte Gruppe, aber da ich Magie, ne, wer mich kennt, weiß das, dass ich Hexen mit roten Haaren und Magie und alles toll und wunderbar. Und ja, das muss sein. Also, auch wenn die gut ausgemischt ist, die Gruppe, ich nehme immer Hexen. Autosave, denn gleich folgt etwas Böses. Nein, nichts Böses, aber etwas, wo es wert ist zu speichern. Hallo, hässliche Frau. Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Ja, so hässlich ist sie nicht, aber ihre Stimme ist fürchterlich. Gute Frau, ich präsentiere dir den Messwein. Frag bloß nicht, wie ich an ihn herangekommen bin. Saturia ist mit dir. Das wird ein böses Erwachen für die Sonnendiener geben. Hör zu, wenn du wirklich wünschst, dass sich die Hexen des Dunkelwaldes hier die magische Barriere bringen, solltest du jeder einzelnen einen Gefallen erweisen. Es soll dein Schaden nicht sein. Blablabla. Und jetzt sollen wir ihre Schwestern aufrufen. Es ist einmal Saphira. Die ist eine alte Frau. Morla. Die ist, ja, die ist so eine Magd. Die lebt unter den Menschen. Und Alvene. Die ist echt cool. Die hat rote Haare und ist voll cool und so. So, und das wäre... Genau, wir die haben nämlich eine Bedingung. Wir dürfen nicht alles abschlachten, was wir sehen. Zum Beispiel... Ja, Bären und was, also nicht die zum Essen. Na gut, Bären kann man auch essen. Wir Grills und so, nein, haha. Die Tiere. Wir dürfen nicht alle abschlachten, denn die meisten sind auch friedlich, wenn wir auf der Seite der Hexen sind. Zweitens, im Wald stehen alte Bäume, die unserer Schwesternhaft heilig sind. Und die Sonnendiener, die Inquisition, wollen die Bäume kaputt machen. Wollen die da ordentlich draufhauen und das sollen wir eben verhindern. Hallo Schweinchen. So. Gut. Da wäre noch etwas. Nee, gut, auf bald. Ich habe also richtig gehört. Hallo Varina. Ich habe das so geahnt. Ihr seid ein Verräter, ein Ketzer und ein Hexenfreund. Ja, bin ich. Raios Zorn soll euch zerschmettern. Raiovin. Lauf zum Großinquisitor und bringe ihm die Kunde. Ihr anderen folgt mir. Zum Angriff. Was will die denn bitte damit ausrichten, wenn die überhaupt gar keinen... Die hat doch nichts. Die hat doch einen komischen Lappen über den Schultern hängen. Und... So, Jasmine kann ich jetzt natürlich nicht mehr umbringen. Na, kann ich schon, aber das geht nicht. So, und jetzt das gucken wir uns gleich an. Die Hexenbäume, bla bla bla. So, und jetzt greifen wir mal alle an hier. Ich würde mal sagen, immer alle erst auf Varina. Ich versuche mein Bestes. Denn die ist tatsächlich sehr stark, auch wenn sie nicht so aussieht. Ah, kann ich hoch machen? Gut. Deception. Ich bin nämlich selber eine Hexe, du blöde Kugel. Ja, gut. Ich wurde schon mal umgehauen hier. Oh, mach doch mal was, ey, Mädel. Ich nehme die Sache in die Hand. Varina ist tot. Meine schön. Rache. So, du hier ja, rauf, du da rauf. Haus den hier mal um. Für Ardo. Oh, er ist eine Stufe aufgestiegen. War eben so im Lichterglanz. Stirb, stirb, los, hau drauf. Na klar. Ha. Ha. Wieder so total motiviert und so. Bam. Ich hatte sie irgendwie stärker in Erinnerung. Yay! Yay! Gut. So, ein Bandstrahler. Die laufen jetzt auch übrigens überall im Wald rum. Den Rabenschnabel, den geben wir mal Vorgrim. Das ist eine echt gute Waffe für den. Der liegt da mitten im Berg drinne, im Ameisenhaufen. Ist bestimmt voll bequem. Habe ich auch, das mache ich immer jeden Sonntag um Viertel nach 18 Uhr. Viertel 5, 3, 4, 0, 8, 15, 13, 49. Ja. Was wollte ich sagen? Die rennen überall im Wald rum und wenn wir die sehen, dann greifen die uns natürlich an, da wir denen jetzt nicht mehr freundlich gesinnt sind.
Ja, ja. Gut, das ist eine Hiebwaffe. Körperkraft 17, Boni so und so. Einhandwaffe. So, komm, da sehen wir auch, wie sich denn die Werte verändern. Also das ist schon relativ eine gute Waffe. Na, das Einzige, was sich verändert, ist die Parade, sehe ich gerade. Aber egal. Das macht ja nichts. Ich glaube, hat die nicht auch noch einen Bonus irgendwie? Moment, ich schau mal kurz drauf. Nee, ich dachte, die hätte irgendwas mit Niederschmettern oder so, einen Bonus. Naja, ja, und wenn wir uns für die Inquisition entschieden hätten, dann würden uns die ganzen Tiere angreifen und die wären noch aggressiver als sonst. Also es gibt durchaus Tiere, die uns angreifen, aber die sind dann halt nicht so aggressiv. Ja, jetzt kümmern wir uns eben um die Bedingungen, die wir hier erfüllen müssen. Gewinne das Vertrauen der Hexen. Erlange Morlas Vertrauen. Morla ist eine der drei Hexen, deren Vertrauen ich gewinnen muss. Laut Jasmine kann ich sie ihm gut finden. Ja, genau. Alvine ist eine der... Und da muss man sehr viel laufen. Das hat so ein Rollenspiel an sich. So, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Und deswegen leuchtet das auch rot. Und die Hexenbäume, das machen wir mal. Also es gibt insgesamt drei Bäume. Eine an der Brücke, eine im Herzen des Waldes und eine am Hochplateau. Und die habe ich so im Vorübergehen gemacht. Ich würde mal sagen, als erstes, wer ist denn am nächsten? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Alvene ist am nächsten. Der hat ein kleines Jagdlager weiter im Norden. Ich glaube, die ist da am nächsten. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Also Jasmine, die hängt da hinten irgendwo rum. Und da gehen wir ganz zum Schluss hin. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Alvene, genau, die ist am nächsten dran, hatte ich noch in Erinnerung. Da ist Morla, Hexenbaum, Saphira, Burg, Hexenbaum, Hauptmann Humbert. Genau, wenn ich da hinten hingehe, dann stürzt mein PC ab. Deswegen mache ich das nicht. Bei dieser Quest, habe ich ja im letzten Part erzählt. Gut, dann drehe ich mich mal um, weiß ich nicht, wie viel Grad waren das? Es waren ein paar Grad. Unter Null. Wow, habe ich mich gerade erschrocken. Komm so aus dem Nichts. Okay, ja doch. Die wollen uns angreifen, aber wir schleichen uns jetzt mal dran vorbei. Ich will nicht kämpfen. Das ist nicht schön. Naja, wenn sie uns angreifen, ist auch nicht so schlimm. Da ist irgendein Karren. Oh toll, hier ist ein Fels. Da kann ich mich nicht dran vorbeischleichen. Wäh. Okay, ihr seht schon, dieser Wolf hier, die wollen uns nicht angreifen. Hallo, Wolfi! Na, wie, was geht ab? Hey, yo! Wir sind doch solche BFFs, ne? Ihr tut mir nichts. So. Ach, hier ist noch ein Lager von Holzfällern. Die können wir gleich mal ansprechen. Die haben einen fetten Schinken da liegen. Hallo. Aber was sagst denn du? Wo bleibt Holdwin? Das ist doch einer von diesen Räubertypen, oder? Holdwin, bist du das? Ja, Himmel, Orken, Wolkenbruch. Ein Holdwin kenne ich nicht. Ach so, doch. Brotzeit. Wir haben eine neue Quest bekommen. Und zwar Brotzeit. Die Holzfäller ziehen jeden Morgen in die Tiefen des Waldes, um ihre Arbeit zu verrichten. Da weit und breit kein Gasthaus ihren Pfad säumt, bereitet der Koch ihnen vom Gutshof eine zünftige Brotzeit, die sie heute Abend satt hält. Finde den vermissten Holzfäller. Der Holzfäller Holdwin ist auf dem Weg zum Gut Dunkelforst verschwunden. Seine Kollegen haben mich gebeten, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Ja, das können wir mal nebenan so machen. Ich finde, die coolste Hexe hat den beschissensten Namen. Alvene. Wer nennt sich Alvene freiwillig als Hexe? Alvene, du bist so cool. Wieso nennst du dich Alvene? Da ist Alvene, die ist cool. Die sieht cool aus. Ah, wieso... Ich kann auch nicht hier durchlaufen, ne? Es ist überhaupt kein Platz da. Ey, yo, was geht? Oh, Falle entdeckt. Welche? Ach, die. Hey, yo, hallo. Du siehst cool aus. Und du bist viel größer als ich, verdammt. Wieso kann ich nicht auch so aussehen? Ich habe so einen blöden... Du musst mir mal deinen Friseur empfehlen, ne? Ja, gut, beim... Und im nächsten Part sprechen wir die coole Alvene, die sich gerade streckt, an. Bis dann! Gute Nacht!